Das ist ein Entdeckermobil. Das handelt sich um Niedersachsen, wie Niedersachsen aufgebaut ist, was an Tiere und Fische in Niedersachsen sind. An den Tafeln ist auch noch mal einmal aufgestellt, wie groß Niedersachsen ist, wie das aufgeteilt ist, wie groß die einzelnen Flächen sind und vor allen Dingen, was jetzt da an verschiedenen Sachen gibt. So haben wir da einen Stand, der ist, heißt vielfältig. Da sind also verschiedene Gebiete in Niedersachsen, sei es die Geest mit dem Heide oder die Börde mit Getreide oder der Harz mit Steine und Küste mit Sand und Muscheln. Und so können die das dann jeweils zuordnen. Richtung Tiere haben wir einmal Wild. Da muss man verschiedene Tierarten wie den Rothirsch, Stammhirsch und Reh kennenlernen. Die einzelnen Tiere vom Bock über Ricke oder das Kalb denn dazu. Und einmal haben wir dann noch was im Wasser liegt, das heißt verdreht. Da muss man verschiedene Teile drehen und dann kriegt man entweder den Kammolch, die Scholle, die Bachforelle und so weiter. Die kann man da dann so hindrehen, dass man den Fisch direkt fertig kriegt. Und dann auch, wo der lebt. Ein Teil ist noch dabei, das heißt genau. Da müssen die dann ein Bild anschauen, wie viele Fehler da drin sind. Oder maskiert, da haben wir einen Waschbär. Da wird dann gefragt, was der für Blitze macht. Die Kinder freuen sich, dass sie mal aus dem Klassenraum rauskommen. Die sind also von diesem Ding komplett begeistert. An einigen Teilen kommen die dann zum Schutz überhaupt nicht wieder weg. Da bleiben die immer dran. Wir machen das nur im Klassenverband, also nicht klassenübergreifend, sondern Corona-bedingt nur im Klassenverband und halten dann auch so gut wie es möglich ist Abstand mit Maske.